Kanada mit 6:3 über die CSSR. Damit kann die deutsche Eishockeynationalmannschaft auch mit einem Sieg über Schweden heute keine Medaille mehr gewinnen. In Stuttgart haben mehr als 100.000 Gewerkschaftsmitglieder gegen eine Politik des sozialen Abbaus demonstriert. Die ÖTV-Vorsitzende Wulf Mathies forderte die Bundesregierung auf, das Steuer in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herumzuwerfen. Die Steuerreform sei unsozial. Gleichzeitig kritisierte sie den saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine, SPD. Wer wie dieser der ÖTV mitten in der Tarifbewegung in den Rücken falle und Lohnverzicht predige, dem müsse gehörig auf die Finger geklopft werden. Lafontaine hat unterdessen seinen Vorschlag präzisiert, die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu verkürzen, um so die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Bei einem Einkommen ab etwa 5.000 Mark sei ein Lohnverzicht diskutabel, sagte er der Kölner Zeitung Express. Der amerikanische Außenminister Schulz ist nach Gesprächen mit den Regierungen in Jordanien und Syrien über die jüngsten Nahostfriedensvorschläge der USA nach Jerusalem zurückgekehrt. Er will dort seine Beratungen mit der israelischen Regierung fortsetzen, die er am Freitag begonnen hatte. Bisher konnte er mit seiner Mission keine Fortschritte erzielen. In Jerusalem haben am Abend 5.000 Menschen gegen die israelische Besatzungspolitik protestiert. Außerdem forderten sie Ministerpräsident Shamir auf, seine starre Haltung gegenüber der Nahostinitiative von US-Außenminister Schulz aufzugeben. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat nach Angaben aus Dissidentenkreisen mehrere Stunden lang mit Armeniern über die angespannte Lage in der Kaukasischen Republik gesprochen. Dabei soll er ihnen eine gerechte Lösung im Streit zwischen den Armeniern und den Aserbaidschanern zugesagt haben. Weiter hieß es, die Organisatoren der Demonstrationen in der armenischen Hauptstadt Erevan hätten ihre Aktionen zunächst für einen Monat ausgesetzt. Ein hoher Parteifunktionär bestätigte, dass es bei den seit Tagen andauernden Unruhen in Nagorno-Karabach Tote gegeben hat. Eine Zahl nannte er nicht. Die Lottozahlen 10, 22, 27, 31, 44, 45, Zusatzzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 8, 6, 9, 2, 0, 6. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Zum Schluss noch die Wetteraussichten. Zeitweise Regen, im Bergland Schnee. Am Nachmittag im Nordwesten bei auffrischendem Wind Regen und Schneeschauer. Temperaturen minus 1 bis 6 Grad. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldungen der Heute-Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht.